Was ist daran so schlimm, Geld einfach nur zu lieben? Belastet von einem unsichtbaren Fluch scheint es sich nur dort niederzulassen, wo es schon genügend davon gibt. Und denen, die es so dringend brauchen, bleibt es verwehrt. Aber wie kommen wir vom Mangel in die Fülle? Das Spiel des Geldes muss wieder neu beseelt werden, denn es funktioniert heute besser denn je. Nur nach anderen Gesetzen. Und wie diese ausschauen, darüber sprechen wir heute mit dem Bestsellerautor und spirituellen Lehrer Kurt Tepperwein. Herr Tepperwein, warum haben so viele Menschen Schwierigkeiten, Geld zu lieben oder anzunehmen als etwas Schönes? Weil die meisten Menschen ein gestörtes Verhältnis zu Geld haben. Sie haben unbewusste Glaubenssätze wie Geld verdirbt den Charakter oder Geld ist die Wurzel allen Übels oder wie auch immer. Und jetzt stellen Sie sich vor, wenn ich überzeugt bin, Geld verdirbt den Charakter, da wird mein Unterbewusstsein alles tun, damit ich ja nicht zu Geld komme. Denn wer will schon freiwillig seinen Charakter verderben lassen? Also muss ich mir einmal diese unbewussten Glaubenssätze bewusst machen und oder ich wandle sie gleich um in positive Glaubenssätze. Ja, für mich ist zum Beispiel geldgedruckte Freiheit. Das ist etwas so Schönes, das entbindet mich von der Notwendigkeit, einer Tätigkeit nachzugehen, die ich nicht liebe, nur um Geld zu verdienen und so weiter. Ich kann so viel Gutes damit tun. Also Geld ist eine wunderbare Sache und für mich ist sie ein Ausdruck der natürlichen Fülle. Und deswegen sollten wir uns bewusst machen, das Geheimnis des Reichtums ist eben, dass jeder genau so viel davon erlebt, wie ihm entspricht, wie er sich wert fühlt, ja, in seinem Leben zu erleben. Und er kann es im Außen nicht ändern. Die meisten Menschen versuchen dann, die Realität zu ändern und außen zu Geld zu kommen. Wenn sie dafür nicht resonanzfähig sind, brauchen sie es außen gar nicht versuchen. Wohlstand entsteht innen und tritt außen nur in Erscheinung. Also wenn ich was ändern will, dann muss ich in mir etwas ändern, in meinem So-Sein, in meinem Selbstbild. Ein Armer kann nie zu Wohlstand kommen, weil er ja dann kein Armer mehr wäre. Und ein Wohlhabender vom Selbstbild her braucht sich darum überhaupt nicht kümmern, weil das gehört zu ihm. Also fließt es ihm auch zu. Also bietet ihm das Leben automatisch laufend Gelegenheiten, zu mehr Wohlstand zu kommen. Und die anderen Menschen drumherum sagen, ja, du hast Glück, ich nicht. In Wirklichkeit ist das ganze Geheimnis ihr so sein. Und das können Sie jederzeit ändern. Naja, man merkt natürlich auch, dass Menschen, die schon Geld haben, viel leichter damit umgehen. Ne? Es ist ja auch klar, man muss sich nicht existenziell sorgen. Man hat was zu essen, man hat vielleicht auch eine schöne Wohnung. Aber wenn man drin sitzt in der Misere, dann das Gefühl im Innern zu haben von Fülle und Leben und Liebe, wenn das denn auf, ne, wenn das denn der Spiegel des Geldes ist, das ist die Schwierigkeit. Wo fangen wir denn an? In dem Moment, nehmen wir mal an, jemand verliert seine Wohnung, sein Hab und Gut und sitzt auf der Straße. Ja, was sollte dieser Mensch denn tun in dem Augenblick? Sein So-Sein ändern. Nehmen wir mal den schwierigsten Fall, packen wir alles zusammen. Jemand ist krank, arbeitslos, einsam, total verschuldet. Ja? Der erste Schritt, um da rauszukommen, ist mir bewusst zu machen, mein So-Sein hat das alles verursacht. Mein So-Sein entspricht dem. Also solange mein So-Sein so ist, werde ich das immer wieder anziehen. Selbst wenn ich im Lotto gewinne, würde ich es verlieren. Ich kann es nicht halten, weil ich muss mein So-Sein ändern. Also sage ich, kann jetzt aber nicht alles, eine Situation ist ja total schwierig. Was ist mir das Wichtigste? Vielleicht würde er sagen, also mir ist erstmal das Wichtigste, dass ich wieder gesund bin. Dass ich erstmal wieder in der Kraft bin, dann kann ich überhaupt erstmal was ändern. Okay, dann kümmere ich mich um meine Gesundheit. Und jetzt, um meine Gesundheit brauche ich mich gar nicht kümmern. Ich kümmere mich darum, womit verhindere ich denn derzeit Gesundheit? Ja, ich rauche, ich ärgere mich,
ich und so weiter. Also was habe ich alles für Dinge, die ich erstmal nur loslassen sollte? Ich brauche also gar nichts ändern. Ich muss nur was lassen, womit ich meine Gesundheit belaste. Die meisten Menschen essen das, was ihnen schmeckt und gucken nicht mehr auf wahre Lebensmittel. Ja, sie nehmen irgendein Genussmittel und das ist oft lebensverkürzend und belastend. Es gibt so viel leckere Sachen, die gesund sind oder gesunde Sachen, die lecker sind. Also ich muss, wenn das mein erstes Thema ist, dann schaue ich erstmal, und es beginnt immer mit dem Loslassen, was sollte ich erstmal rausschmeißen, was belastet meine Gesundheit? Das kann ich mir nicht mehr leisten. Also wie gewöhne ich mir das Ärgern ab? Wie werde ich das Rauchen los? Rauchen zum Beispiel, ich habe es praktiziert in meiner Praxis als Heilpraktiker, tausende Male, ist ganz einfach. Sie fangen einfach nur an, bewusst zu rauchen. Also bei jeder Zigarette, die Sie anstecken, bevor Sie sie anstecken, die Sie in die Hand nehmen, sagen Sie, stopp, Film, halt. Will ich diese Zigarette jetzt rauchen oder habe ich die einfach nur jetzt so genommen? Wenn ich sage, nee, die würde ich jetzt gern, okay, wunderbar, ja. Ich brauche mich nicht einschränken, ich brauche gar nichts verändern. Dann frohen Herzens genießen, jetzt rauche jetzt diese Zigarette. Allein dadurch, dass ich bewusst rauche, rauche ich sofort weniger als die Hälfte. Und man hat nicht das Gefühl, es wird einem was weggenommen. Ich muss überhaupt auf nichts verzichten. Ja? Jedes Mal, wenn ich das wirklich will, rauche ich ja auch. So, also ich vermisse nichts, ich rauche viel bewusster, ich genieße das mehr und ich habe schon mal die Hälfte weg. Und je bewusster ich werde, desto weniger rauche ich, weil es zu Bewusstsein nicht passt, ist nicht kompatibel. Also je bewusster ich werde, desto weniger rauche ich sowieso. Das heißt also, ich fange mit dem Thema an, was mir am wichtigsten ist, und lasse erst einmal das los, was ich loslassen kann, was mich belastet, und dann gewöhne ich mir an, was gut wäre. Zum Beispiel, ich achte darauf, wirkliche Lebensmittel zu kaufen beim Einkaufen und so weiter. Es hat ja mit Wertschätzung zu tun, seiner eigenen Person erstmal, also dass man wirklich sich um sich selbst kümmert und um sich erstmal auf den Stand bringt, der da auf Resonanz geht. Das ist aber nicht dasselbe. Jetzt müssen wir das unterscheiden. Okay. Ja? Kümmere ich mich um meine Person oder um mich selbst? Das ist nicht identisch. Ich selbst bin Bewusstsein. Ich habe eine Persönlichkeit als Erfahrungsinstrument. Wenn ich an der arbeiten will, die verbessern will, da ist nichts verkehrt dran. Aber das hat mit mir selbst nichts zu tun. Das muss ich mir einfach bewusst machen. Ja? Also ich muss alles hinterfragen, was geschieht da wirklich, wenn das geschieht, damit ich weiß, was ich da tue. So. Und wenn ich schon sage, Selbstverwirklichung oder Selbstbewusstsein, ja, dann muss ich mir erstmal bewusst machen, was ist denn eigentlich selbst? Wer bin ich? Ja, und dann sagen die meisten, ja, ich bin ich. Ja, ich ist nur ein Wort. Wer ist ich? Also mache ich mir einmal bewusst und frage mich, zu wem sage ich eigentlich ich? Ich kann ja nur zu dem ich sagen, der ich wirklich bin. Ja, sage ich das zu meinem Körper? Nein, ich habe ja einen Körper, also das ist ich nicht. Sage ich das zu meiner Persönlichkeit? Nee, das ist ja eine Eigenschaft des Körpers. Zu meinem Verstand? Nee, den hat auch der Körper. Ja, zu wem sage ich eigentlich ich? Und ich sage ich zu dem, der das Leben bewusst erlebt, also zu mir selbst. Ich muss mir gar nicht vorstellen, wie der aussieht oder wer der ist, aber ich bin Existenz, ich fühle, dass es mich gibt und das bin ich. So, jetzt habe ich mich erstmal gefunden und das andere ist nicht ich. Also jetzt weiß ich, jetzt muss ich mich entscheiden, tue ich was für mein Ich, was auch nicht verkehrt ist, oder für mich selbst. Aber das sind zwei ganz verschiedene Bereiche. Aber es gibt ja nun auch viele Menschen, die nicht bewusst sind oder wo man den Anschein oder was den Anschein macht, dass sie eher so mit objektbezogen durch die Welt laufen und auch sehr, sehr viel Geld eben auch haben, im Wohlstand leben, aber
wo ich jetzt sagen würde, auch charakterlich oder mit Methoden vorgehen, die eigentlich nicht von einem hohen Bewusstsein sprechen. Ne? Was ist der Unterschied zwischen diesem Reichtum und dem, den wir, ich sag mal jetzt, eigentlich wollen? Die meisten Menschen wollen den anderen Reichtum, den das Ich hat. Ja? Mhm. Und das Geld ist völlig neutral. Das Geld geht zu dem, der es liebt. Okay. Und wenn jetzt einer ein ganz böser, hinterhältiger Mensch ist, aber er liebt Geld, dann geht Geld zu ihm. Ja, und dann ist er immer noch hinterhältig und bösartig und was weiß ich was gemein. Aber er liebt Geld und Geld fühlt sich bei ihm wohl. Und ein anderer ist ein edler Mensch und gütig und liebevoll. Aber er sagt, nein, Geld verdirbt den Charakter und Geld ist übel und es gibt schließlich Wichtigeres als Geld. Also er achtet Geld nicht, also meidet ihn Geld. Ganz normal. Ja, das hat nichts mit der Qualität seines Menschseins oder seines Selbstbewusstseins zu tun, sondern ausschließlich damit, wie ist sein Verhältnis zu Geld. Sie haben vorhin mit mir eine Übung machen wollen, wo ich gesagt habe, das heben wir uns für die Sendung auf. Können Sie das noch mal kurz mit mir machen? Sie haben gesagt, stell dir doch mal vor jetzt, dass die Fülle mir zusteht. Was muss man da machen, um überhaupt erstmal in das Gefühl zu kommen, dass etwas wertvoll ist oder ich das anziehe als Magnet? Also ich erinnere mich, ich würde die Schritte so wählen, ich erinnere mich erst einmal, wer ich bin. Mhm. Ja? Ich bin Bewusstsein. Ich bin ein ungetrennter Teil des einen Seins. Die natürliche Fülle gehört ganz natürlich zu mir. Also ich fühle mich wert, Anteil zu haben von meinem wahren Wesen her an dieser natürlichen Fülle. Und jetzt stelle ich mir vor, eben ich liebe die Fülle und stelle mir das nicht nur vor, sondern fühle es. Denn nur die gefühlte Fülle verwirklicht sich. Das Gefühl ist die Kraft der Verwirklichung. Die Vorstellung ist das Gefäß, gibt dem die Form, mit dem ich dem Leben sage, so hätte ich es gerne. Und das begleitende Gefühl ist die Kraft der Verwirklichung. Also stelle ich mir vor, zum Beispiel Wohlstand, das ist nur ein Wort. Was heißt das für mich? Ich muss mir erstmal mein Bild von Wohlstand machen. Ist das, wenn einer Schulden hat, dann wäre Wohlstand, wenn er keine Schulden mehr hätte. Ja, dann hat er immer noch nichts. Also das ist noch kein Wohlstand. Und ich werde manchmal gefragt, was würden Sie denn machen, wenn Sie plötzlich 1 Million hätten? Ja, ich würde sagen, gut, dann müsste ich mich was einschränken, aber es ging natürlich. Ja, es kommt immer darauf an, von wo Sie kommen. Ja, von unten ist 1 Million ein Traum und von oben, ich hatte einen Patienten, der hat sich erschossen, weil er nur noch 2,8 Millionen hatte. Er hatte vorher 600 Millionen und er glaubte nicht, dass man mit 2,8 Millionen standesgemäß leben kann. Also hat er sein Jagdgewehr genommen und hat sich erschossen. Das heißt also, es ist Ihre subjektive Erfahrung von Wohlstand und Sie müssen erstmal Ihr Bild von Wohlstand schaffen, dass Sie in Besitz nehmen können, indem Sie sich in diesem Wohlstand erleben. Und warum, also ich habe es bei mir selbst auch gemerkt, da gibt es auch, man kommt durch dieses Gefühl, ja, stößt man ja auch an so ein paar Glaubenssätze, die dann hochkommen, ne? Und wenn man da so eine innere Abwehr spürt, woher kommt das? Kommt das aus der Familie vielleicht, wenn man nicht geliebt wird oder es sich nicht als wertvoll empfindet? Das spielt keine Rolle, oder? Woher es kommt. Sie müssen schauen, worin besteht der Widerstand? Welche Art Widerstand habe ich denn? Welcher Glaubenssatz steht dahinter? Wie ist mein Verhältnis zu Geld? Also, was kommt Ihnen automatisch in den Sinn, wenn Sie an Geld denken? Welche Assoziationen haben Sie zu Geld? Sagen Sie mal ganz spontan, Geld ist für mich was? Gutes Essen, schöne Reisen, schönes Haus haben, sich Träume erfüllen und für mich eigentlich das umsetzen können, was ich wirklich machen möchte, ohne dass ich jetzt wirklich gezwungen bin, zu leisten oder arbeiten zu müssen. Und jetzt die Assoziation, weshalb haben Sie nicht mehr als genug Geld? Vielleicht,
weil ich es noch, also den Mangel noch benutze, um es nicht zu tun? In irgendeiner Form? Sie müssen sich erwischen, welcher Glaubenssatz dahinter steht und lösen den auf. Und sagen, ich benutze den Mangel nicht mehr. Wie wäre es denn, wenn ich den Wohlstand benutze? Und jetzt machen wir es mal und ändern das gerade. Für mich heißt das, Sie wählen die Handynummer des verwirklichten Wohlstands. Ja? Also, die Handynummer des gewünschten Wohlstands heißt, Sie erleben sich in der Erfüllung. Also ich stelle mir vor, wie alles erfüllt ist und stimmig ist. Das ist nur eine Vorstellung, das würde noch nichts bewirken. Mhm. Eine Vorstellung, wie die Sprache schon sagt, steht da vor Ihnen. Aber Sie sind auf Distanz, Sie haben es, Sie müssen das in Besitz nehmen. Also Sie stellen es sich mal vor und jetzt gehen Sie da rein in diese Vorstellung und setzen das um, Bankkonto, Haus, Auto. Als gefühlte Erfahrung, dass man es einmal durchspielt, wie so einen inneren Film. Erfahrung, genau. Ich sag erleben. Sie müssen es gefühlt erleben. So, das ist die Erfüllung, die gelebte Erfüllung. Das heißt, Sie gehen in den bereits erfüllten Wohlstand, in den erfolgten Erfolg. Ja, Sie versetzen sich in die Situation und erleben sich in der Situation. Es ist vollbracht, ich habe es erreicht, ich bin am Ziel, ich habe es geschafft, wow, schön. Und jetzt kommt der nächste Schritt, Sie verbinden das mit einem starken Gefühl der Freude, der Erleichterung, der Dankbarkeit. Und das ist das Geheimnis, die gefühlte Dankbarkeit, gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür Sie dankbar sind. Die kommt automatisch, wenn man es wirklich fühlt, ne? Ganz genau. Nicht Vorstellung, ich muss jetzt dankbar sein. Vorstellung so, sondern noch kein Gefühl. Das kommt erst, von allein. Erst das Erleben. Ja, das zeigt erst, dass ich es habe. Ich kann nämlich nur dankbar sein für etwas, was ich habe. Ich kann nicht dankbar sein für etwas, was ich gerne hätte. Das geht nicht. Ja? Also zeigt die Dankbarkeit, wenn ich sie fühlen kann. Ah, ich habe bekommen. Es ist geschehen. Danke. Wow. Jetzt bin ich drin. Ja, und jetzt habe ich es in Besitz genommen und das Leben kann mir nicht mehr verweigern, was ich innen so verwirklicht habe. Denn das Außen ist nur ein Spiegelbild des Innen. Und deswegen haben Sie es jetzt gerade innen verwirklicht. Und wenn Sie die Übung jetzt nicht beenden mehr, sondern einfach, Sie müssen nicht dauernd daran denken, Sie müssen überhaupt nie mehr daran denken. Aber wann immer Sie daran denken, an Wohlstand, an Geld. Ah ja, wow, habe ich. Dann gehen Sie wieder in dieses Gefühl des Wohlhabenden. Ja? Und das macht Sie magnetisch für den natürlichen Wohlstand. Gleiches zieht Gleiches an, in dem natürlich. Sinne. Ja. Das heißt, jeder Mensch kann rein theoretisch Millionär werden oder wohlhabend sein. Ah, Moment, da müssen wir einen Unterschied machen. Jeder Mensch kann beliebig wohlhabend oder reich werden. Je nachdem, wie viel er sich zutraut. Das ist nur eine Frage der Dosis. Ja, wo hört Wohlstand auf, wo beginnt Reichtum? Und was braucht man wirklich? Ja, das sind ganz andere Fragen. Es geht nicht darum, was man wirklich braucht. Sie können ja ruhig mehr haben, als Sie brauchen. Stört ja nicht weiter. Sie werden dann eins erleben, wenn Sie ein Lottogewinner, ja? Der hat plötzlich 2 Millionen, sagen wir mal. Der ist nicht Millionär. Der hat nur Geld. Er ist der gleiche wie vorher. Und er wird dieses Geld nicht behalten. Er wird es wieder verlieren, weil er nicht Millionär ist. Das heißt also, eine Million macht sie nicht zum Millionär, sondern macht sie nur zu einem, der Geld hat. Millionär ist keine Frage des Betrages, sondern eine Frage des Bewusstseins. Also, bin ich in mir Millionär? Dann kann die Million im Außen, dann ist die Million im Außen der natürliche Ausdruck. Und das ist eins der Geheimnisse. Jeder kann tatsächlich innerhalb von einer Minute Millionär werden. Ja? Machen wir es doch gerade mal.
wenn Sie Ihr Gefühl fragen, wie lange dauert es so, um Millionär zu werden? Dann würden Sie sagen, wie lange? Vom Gefühl her? Mir kamen 10 Jahre. 10 Jahre, zum Beispiel. Ja? Das kann beim anderen 3 Jahre sein, beim anderen, ich weiß nicht, ob das in einem Leben zu schaffen ist. Also da merken Sie schon, Sie geben sich innerlich eine Zeit vor. Und das ist die innere Entsprechung für das, was Sie außen erleben. Wenn Sie glauben, das dauert 10 Jahre, werden Sie erleben, dass es 10 Jahre dauert, ja, wenn Sie dabei bleiben. So, das heißt also, haben wir schon mal etwas entdeckt. Sie bestimmen, wie schnell es geht. Also, wenn Sie ein Millionärsbewusstsein haben, dann ist die Million ein ganz entsprechender Ausdruck im Außen. Wenn Sie ein Armutsbewusstsein haben, dann ist die Million, wenn Sie sie zum Beispiel gewonnen hätten, ein vorübergehender Zustand, verschwindet wieder. Sie können sie nicht halten. Und wenn Sie ein Reichtumsbewusstsein haben, dann ist die Million ein Anfang. Dann bleibt die nicht lange alleine. Dann, wenn Sie nämlich einmal Millionär sind, werden Sie merken, die erste Million ist die schwerste. Die zweite geht schon deutlich leichter und schneller. Und die dritte, das sind immer einfach so Stufen, ne? Was früher selbst so Zehner waren, sind dann Hunderter und irgendwann Tausender. Ja, ja. Dann brauchen Sie sich gar nicht mehr darum kümmern. Dann geht's ganz leicht. Das heißt also, Ihr Bewusstsein entscheidet, was sich wann, wie im Außen manifestieren kann. Es kann sich im Außen nur das manifestieren, was Sie innerlich bereits verwirklicht haben. Das heißt also, es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, ich würde ja gerne das tun, was ich wirklich liebe, ja, aber ich mache jetzt erstmal den Job parallel und wechsle dann, wenn es soweit ist. Aber damit komme ich erstmal so klar, ja, oder das hilft mir jetzt zu überleben, während ich das andere aufbaue. In Wirklichkeit ist das doch... Bestrafen Sie sich damit, ja, und begrenzen sich damit, sind in einem Mangelbewusstsein. Denn wenn Sie Ihrer Berufung folgen, und das macht Ihnen Freude. Und Sie lernen alles, was dazu gehört, einfach weil es so schön ist. Dann können Sie gar nicht vermeiden, ein Experte zu werden auf dem Gebiet. Und nach relativ kurzer Zeit erleben Sie, ich verdiene mit meiner Berufung jetzt viel mehr als vorher mit meiner Tätigkeit, die ich gemacht habe, um zu Geld zu kommen. Also das hätte ich schon früher haben können. Jeder sollte sich beschenken, indem er seiner Berufung folgt, indem er lebenslanges Lernen zu einem faszinierenden Hobby macht, ein Experte wird auf seinem Gebiet und das Vielfache von dem verdient, was er jetzt verdient. Also was ist denn genau dieses Sicherheitsdenken? Warum ist das so verankert in uns? Ist das der Verstand, der uns sagt, naja, weil er das andere nicht kennt, dass er nur das, was er kennt, machen kann? Sie haben es gerade schon gesagt. Das Sicherheitsdenken kommt immer aus dem Ich. Das Ich weiß von seiner Begrenztheit. Es weiß, dass es nicht vollkommen ist. Es weiß, dass es nicht allmächtig ist. Es weiß, dass es dem Leben ausgeliefert ist. Und das hat Existenzängste. Und das hält fest an dem, was es hat. Und will Sicherheit haben möglichst. Das Bewusstsein braucht das alles nicht. Das weiß, die natürliche Gefühle gehört zu mir. Ich bekomme so viel, wie ich mir zuteile. Wenn ich sage, ich habe immer mein Auskommen, dann habe ich immer mein Auskommen. Wenn ich aber sage, ich zum Beispiel habe gesagt, ich habe immer mehr Geld, als ich brauche. Ja, ich komme nie wieder auf Null, nirgendwo. Ja, seit der Zeit habe ich eben immer mehr, als ich brauche. Das heißt, jeder bekommt das, was er sich wert fühlt. Aber viele haben ja auch immer noch diesen Glauben, dass wenn ich etwas gebe, verliere ich. Ne? Also dieses Denken im Weggeben des Geldes, verliere ich und irgendein anderer gewinnt. Aber Jesus, glaube ich, hat doch gesagt, ne, wer gibt, der bekommt oder der empfängt. Stellen Sie sich vor, der Bauer hätte diese Glaubenssätze. Und er würde die Saat festhalten,
weil er die ja hat, dann kann er nicht erben. Will sie nicht hergeben. Ja, er muss erst einmal das geben, damit er ein Vielfaches zurückbekommen kann, überhaupt. Für den Bauer ist das selbstverständlich. Und wir könnten von dem Bauer viel lernen, indem wir auch wissen, indem ich gebe, bekomme ich. Aber das benutzen wiederum auch viele Menschen, die das zwar wissen vom Verstand her und sagen, ja, ich bin jetzt der Apfelbaum, ja, ich stelle mich jetzt hin und sage, wer auch immer des Weges kommt, der Apfel, der kommt, bekommt einen Apfel. Aber wenn man das mit dieser Absicht wieder tut, dann kriege ich es wieder, funktioniert es ja auch nicht. Dann ist ja ein versteckter Mangel drunter. Wenn Richtig? Das ein versteckter ja. Mangel, muss mhm. nicht sein. Ah, okay. Aber wenn das ein versteckter, und bei den meisten ist es ein versteckter Mangel, mhm. ah, Gier, mhm. dann kriege ich mehr dafür. Dann lohnt es sich, das herzugeben, weil dann kriege ich ja ein Vielfaches zurück. Das ist Mangel und das funktioniert nicht. Wenn ich aber hergebe in dem Bewusstsein, mir fließt die natürliche Fülle vielfach zurück, das gehört zu mir, das gehört zu meinem wahren Wesen, dann mache ich das aus einem Füllebewusstsein und dann kommt es auch. Wenn man zum Beispiel auf der Straße sieht, ist es jetzt hier herwärts, das fällt mir gerade so auf, am Bahnhof in Berlin passiert, dass ganz, ganz viele Menschen mich angebettelt haben. Also das so oft wie da in einer halben Stunde, das ist mir noch nie so aufgefallen. Und dann habe ich beim ersten noch gegeben, beim zweiten, und dann habe ich gedacht, so, also irgendwas ist jetzt hier merkwürdig, ich kann jetzt nicht jedem alles geben und habe entschieden, dem nicht. Ich würde nie einem Bettler etwas geben. Und genau, ich habe überlegt, diene ich dem jetzt damit, indem ich es ihm gebe, oder, also es war wie ein kleiner Widerstand. Verstärke seinen Mangel. Richtig, das habe ich wahrgenommen. Natürlich, weil er lernt nur die Hand aufhalten. Und ich habe das gelernt in Indien, vor 30 Jahren war ich dort mit einem indischen Freund zusammen, hundertfacher Millionär, und immer die Bettelkinder um uns rum, und ich hatte die Tasche voller Rupien und natürlich immer, wenn die zu lässig waren, wieder eine Handvoll genommen, geworfen, dann liefen die schreiend dahin und glaubten, dass auch wir konnten weitergehen, aber die Mücken waren dann gleich wieder da nach einer Weile. Und irgendwann war mir aufgefallen, ich sag, jetzt fällt mir das auf, Sie sind doch viel reicher als ich. Und das ist Ihr Volk. Sie geben denen gar nichts. Nun sagt er, die Höflichkeit verbietet mir, das zu sagen, was Sie da tun. Aber wenn Sie das schon selber ansprechen, dann wissen Sie, was Sie da gerade machen? Ich sage, natürlich, macht den Kindern eine Freude. Sag ich, ja, das ist oberflächlich. Wissen Sie, was Sie wirklich machen damit? Sag ich, außer Freude wüsste ich jetzt nicht. Na, ganz einfach. Das Kind, dem Sie jetzt gerade was gegeben haben, ja, das lernt, wenn ich zu den Touristen gehe, dann kriege ich was. Hm. Und durch Betteln kriegt damals, die Preise weiß ich nur von, was er mir gesagt hat, das Kind kriegt im Monat etwa 40 Mark zusammen durch Betteln. Seine erste Entscheidung ist, wenn ich in die Schule gehe, kann ich nur einen halben Tag betteln, kriege ich nur 20 Mark. Also gehe ich nicht zur Schule und dann habe ich 40 Mark. Also verhindern Sie die Bildung meines Volkes, indem Sie etwas geben. Aber der Vater des Kindes, der arbeitet 10 Stunden, 6 Tage in der Woche im Straßenbau ganz hart und verdient im Monat damals 28 Mark. Der sagt, ja, Moment, mein Kind bettelt, macht sich nicht kaputt und hat mehr als er. Ja, da gehe ich doch betteln. Damit holen Sie ihn von der Arbeit weg und machen ihn zum Bettler. Sie halten die Kinder ab, was zu lernen. Sie machen mein Volk zum Bettler, indem sie etwas geben. Ja, sage ich, ja, aber wie kann man denn, man muss doch da irgendwie helfen. Man hat doch das Bedürfnis zu helfen. Dann sagt er, ja, das sollte man auch tun. Aber es gibt ein indisches Sprichwort. Gibst du einem Hungrigen einen Fisch, machst du ihn satt für einen Tag. Zeigst du ihm, wie man angelt, machst du ihn satt ein Leben lang. Also zeigen Sie meinem Volk, wie man angelt, wie man zu Wohlstand kommt. Dann haben Sie ihm wirklich geholfen. Nicht, wenn Sie ihm Geld geben. Aber in dem Moment bin ich doch der urteilt über Bedürfnisse, ob er es wirklich braucht Nein, oder nicht. Der wahrnimmt.
Das ist was anderes. Sie müssen wissen, ob das Ihr Urteil ist oder ob Sie in der Wahrnehmung sind. Wenn Sie Bewusstsein sind, ist kein Urteiler da. Dann nehmen Sie einfach nur wahr, ah, das ist so. Und dann sehen Sie nämlich, wenn Sie den anschauen, nicht nur das Jetzt. Sie sehen, wie kommt das, dass der in diese Situation kommt? Und wie würde sich das weiterentwickeln, wenn ich ihm jetzt was gebe oder wenn ich ihm jetzt eine Erkenntnis gebe? Wie geht es dann weiter? Also Sie sehen plötzlich nicht nur den Zeitpunkt, sondern Sie sehen das Jetzt im Zusammenhang, den ganzen Film. Inwieweit ist denn dieses Mangelbewusstsein, was so viele Menschen weltweit ja haben, kollektiv und eigentlich auch eine Krankheit des Geistes letztendlich? Weil wir müssen ja da an einer ganz anderen Ebene erstmal anfangen, überhaupt den Menschen zu erklären, wo sie ansetzen müssen, dass sie aus diesem Armutsbewusstsein rauskommen. Also tatsächlich ist Armut eine geistige Krankheit, eine Krankheit des Bewusstseins. Das heißt, ich bin im Ich. Und ein Ich ist von seinem Wesen her begrenzt und im Mangel, damit im Mangel, nicht in der natürlichen Fülle. Das heißt also, der erste Schritt ist, das Mangelbewusstsein mir bewusst zu machen und mir bewusst zu machen, wer bin ich wirklich? Bin ich dieses begrenzte Ich, was da im Mangel lebt? Oder ist das die Illusion? Und ich bin in Wirklichkeit, und indem ich mir bewusst mache, wer ich wirklich bin, ja, kann ich erst einmal erkennen, ah, Geld muss man gar nicht verdienen, das muss man aber verursachen. Also ich muss säen, ja, wie kann ich, womit säe ich denn derzeit Wohlstand? Ja, gar nicht, ich will haben. Ja, das ist nicht säen, das ist betteln. Also ich muss eine besondere Leistung bringen. Ich muss also etwas lernen, damit ich etwas Besonderes leisten kann, das ist Säen. Und dafür bekomme ich jetzt Fülle. Und damit, dann kann ich ja auch gleich meiner Berufung folgen und dann gehe ich den Weg der Freude. Dann mache ich das, was mir am meisten Freude macht und gestatte dem Leben, mich fürstlich dafür zu bezahlen. Dann komme ich aus dem Mangelbewusstsein raus, komme in die natürliche Fülle und Geld fließt mir von allen Seiten zu. Inwieweit muss ich denn auch das, was ich habe, inwieweit ist denn wichtig, dass wir teilen und aus dem Herzen eben auch teilen? Ne? Also, dass wir wirklich bereit sind, auch das, was wir in die Welt schicken wollen, selbst finanziell auch zu beglaubigen, indem wir investieren und andere teilhaben lassen. Ist das ein Multiplikator auch für Reichtum und Wohlstand? Das ist ganz individuell verschieden. Sie müssen sich fragen, wie entspricht das mir selbst? Mit Geld kann man so gut wie nie helfen. Nirgendwo. Entwicklungshilfe ist Verschwendung. Im Gegenteil, ist Belastung. Weil es die Situation nicht ändert. Ja? Der andere, wenn es weg ist, hält wieder die Hand auf und sagt ja mehr. Also, aber wir haben ja an dem Beispiel gesehen, wenn ich jemanden zeige, wie man angelt, dann kann ich ihm dauerhaft zur Fülle verhelfen. Also finden Sie Ihren Weg. Wie entspricht es Ihnen, Ihrem Bewusstsein, Ihrer Lebenssituation, einem anderen zu helfen, ein Wohlhabender zu werden? Das heißt also, ich werde ein Wohlhabender, indem ich mich immer wieder in der natürlichen Fülle erlebe, im verwirklichten Wohlstand. Und wenn jemand in ganz großen Schwierigkeiten ist, dann sagt er, ja, wenn ich schon mal meine Schulden los wäre, das wäre schon mal ganz gut. Dann erlebe ich einfach, dass ich meine Schulden los bin. Ja? Niemand kommt unverschuldet, gerät unverschuldet in Schulden. Also ich habe einen ganz einfachen Glaubenssatz, alles, was ich nicht bar bezahlen kann, kann ich mir einfach nicht leisten. Dann kommt es nicht vor. In Schulden geht nicht. Schulden ist weniger als nichts. Und mit Schulden verbrauche ich meine Zukunft. Und das ist einfach unverantwortlich. Das kann man gar nicht machen. Das darf man nicht machen. Ich habe mal gelesen, dass Schulden mit Schuld zu tun hat.
mit Schuldgefühlen auch. Inwieweit hängt das zusammen? Genau. Ja, und da muss ich erstmal rauskommen, indem ich eben, wenn ich ein Wohlhabender bin, muss ich diese Schuldgefühle loswerden. Ich muss also sehen, was lässt mich denn zu einem Armen werden? Was hält mich im Mangel? Und das löse ich auf. Der erste Schritt ist immer, was muss ich loslassen? Und der zweite Schritt ist, was kann ich ändern, um die Situation zu verbessern? Also wenn man zum Beispiel in Umständen lebt, also eine Wohnung oder wie auch immer, wo alles nicht so angenehm ist, nützt es ja nichts, es einfach abzulehnen und sagen, ich wünsche mir was Besseres. In dem Moment erschafft man ja noch nicht das Neue, sondern es Wünschen geht ja... Wünschen verursacht Mangel und sendet aus, ich kriege nicht. Kein Wunsch kann je in Erfüllung gehen. Sie müssen ihn verursachen. Dann glauben Sie, dass Ihr Wunsch in Erfüllung gegangen ist, ist er aber nicht. Sie haben eine Ursache gesetzt und die hat den Wunsch erfüllt. Das können Sie machen. Heißt das, ich muss zielgerichtet auf etwas, wie setze ich denn so ein Ziel? Oder reicht es, wenn ich sage, da will ich hin? Oder wie? Nein, also wieder das will Gefühl. Ich hin ist ja wieder der Mangel. Ja? Okay, weil man unbewusst sagt, ich hab's nicht und es fehlt mir und natürlich, da will ich hin. Ich muss ein Wohlhabender werden, ich hab's gerade versucht zu dann sagen. Dann haben wir's, ja, das ist wieder kommt, der Anfang von, ja. Ja. Das ist aber das Anfang, der Anfang der Geschichte und das Ende. Ich muss ein Wohlhabender werden. Also, das besteht aus zwei Schritten, loslassen und ändern. Was muss ich an Mangel loslassen in mir? Wo ist Begrenzung? Ja, was sind die falschen Glaubenssätze, die ich habe, die mich im Mangel halten? Also, das lasse ich erstmal los. Um es loslassen zu können, muss ich es erkennen. Und wie kann ich das ändern, indem ich mich in der Erfüllung erlebe und das so oft wie möglich mache? Wenn ich es 21 Mal gemacht habe, wird daraus eine Gewohnheit und auf einmal geschieht es ganz von selbst. Also der erste Schritt, ein Armer kann nicht wohlhabend werden. Ich muss erst einmal innerlich wohlhabend werden, bevor der Wohlstand im Außen in Erscheinung treten kann. Das heißt, wenn etwas nicht so ist, wie ich mir das wünsche oder wie ich es gerne haben möchte, brauche ich mir eigentlich nur erstmal meine Situation anschauen und dementsprechend habe ich schon meinen Spiegel. Es ist eigentlich wirklich 1:1 die Übertragung meines Bewusstseins. Ganz genau. Das heißt, im Spiegel meiner Lebensumstände wird mein unsichtbares So-Sein sichtbar gemacht als Realität. Und da kann ich sehen, oh, das stimmt aber was nicht. Ich bin ja der, der sich da spiegelt. Also wo ist das, dieser Mangel in meinem Bewusstsein, den ich da außen als Realität erlebe? Da in meinem So-Sein muss ich ihn ändern, damit er außen verschwindet. Also viele Menschen haben ja, wenn sie wenig haben, geben sie eigentlich mehr. Und sobald sie dann zu Geld kommen, merkt man, dass auf einmal so eine sonderbare Haltung entsteht, dass sie eigentlich knausriger werden, je mehr sie besitzen. Ja, ist das die Angst vor Verlust? Es hilft zwar nicht, dass sie geben, aber es ist eine gute Geste, weil sie leben noch in der Begrenzung und wissen, wie es ist, wenn man nichts hat. Und dann aus diesem Gefühl heraus teilen sie gerne das Wenige, was sie haben. Aber das hilft nicht wirklich, weil der andere dann nur lernt, ich bekomme etwas, wenn ich bedürftig bin. Wenn ich nicht mehr bedürftig bin, kriege ich ja nichts mehr. Also bleibe ich bedürftig, ich breche mir noch ein Bein oder tue so, als wäre ich gelähmt. Ich bin noch bedürftiger, damit ich noch mehr... Da gehe ich in eine Sackgasse. Das ändert nicht. Also noch einmal, wenn ich wirklich helfen will, muss ich, wie mein indischer Freund mir damals gesagt hat, nicht Geld geben. Ich muss sehen, wie kann ich das Bewusstsein des anderen erweitern, damit er etwas anderes im Außen anzieht. Oder man unterstützt vielleicht sogar Projekte, aber wo man wirklich die Sinnhaftigkeit darin erkennt und sagt, das kommt vielleicht einer größeren Gruppe Menschen zugute. Zum Beispiel Filmprojekte oder die der Aufklärung dienen. Machen Sie oder Ihr eigenes Projekt. Dann wissen Sie, dass es 1:1 ankommt. Ich gebe immer nur direkt, aber so gut wie nie Geld. Bestenfalls zur Überbrückung. Und dann leihe ich dem anderen Geld, damit er die Verpflichtung hat, das als Schuld zu sehen und zurückzuzahlen. Wenn im Moment tatsächlich Geld eine Hilfe zur Überbrückung wäre, dann mache ich ihn nicht zu einem Opfer, sondern
Er hat nur jetzt sich das geliehen und sobald er dann zu Geld gekommen ist, gibt er es wieder zurück und dann sind die Schulden ausgeglichen. Dann schuldet er mir nichts mehr, sonst würde er mir ewig etwas schulden, wenn ich ihm etwas gegeben hätte. Also ich zeige ihm nur, wie er zu Wohlstand kommt oder in eine bessere Situation kommt. Dann hat er auch die Chance, dann hat er es selber getan, dann hat er sich aus seiner Situation befreit. Was empfehlen Sie oder was wünschen Sie sich für die Zukunft, was auf dem Sektor Geld oder Wohlstandsbewusstsein passieren muss, derzeitig auf der Welt? Was glauben Sie, würde wirklich jetzt was bewegen, wenn jeder im Kleinen erstmal anfängt bei sich? Es ist eigentlich schon gesagt, dass wir zu Bewusstsein kommen und erkennen, Armut oder Reichtum ist eine Frage des Bewusstseins. Also, wenn ich im Spiegel meiner Lebensumstände sehe, da ist Mangel, dann weiß ich, dann ist hier Mangel. Dann muss ich also in meinem So-Sein erstmal diesen Mangel erkennen, finden, auflösen, beseitigen. Dann habe ich aber erst den Mangel beseitigt. Dann muss ich noch den Wohlstand schaffen und dann tritt der Außen in Erscheinung. Das heißt, um Ihre Frage zu beantworten, ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen zu Bewusstsein kommen, die Gesetzmäßigkeiten des Reichtums erkennen oder noch weiter gefasst die Gesetzmäßigkeiten des Lebens begreifen, dass hier das Gesetz von Ursache und Wirkung ist. Ich sage, wenn ich Wohlstand haben will, zum Beispiel, womit verursache ich denn derzeit Wohlstand? Warum sollte mir Leben Wohlstand geben? Was tue ich denn dafür? Was sähe ich? Ja, oder auch wenn ich Gesundheit haben will, was tue ich für meine Gesundheit? Oder wenn ich Erfolg haben will, was tue ich? Das heißt also, ich muss erkennen, erst kommt die Saat, dann kommt die Ernte. Ich muss den ersten Schritt tun, dann kann ich mich darauf verlassen, dass das Leben auch den Schritt tut. So, und wenn Sie das begriffen haben, dann sind Sie keine Opfer mehr, sondern Schöpfer und wissen, da ist eine unerfreuliche Situation, die möchte ich ändern. Also erkenne ich, was zu tun ist, tue die notwendigen Schritte, die bestehen aus Loslassen des Falschen und Tun des Richtigen. Und dann kann ich mich darauf verlassen, dass das Leben seinen Schritt tut und dann tritt das Außen in Erscheinung, was ich so verursacht habe. Und dann bin ich auf niemanden mehr angewiesen, dann kann ich so viel verursachen, wie ich will und im Spiegel der Lebensumstände sehe ich, was ich verursacht habe. Es geht um Eigenverantwortung, um endlich die Verantwortung zu übernehmen für alles, was ist. Und die Freude, Schöpfer zu sein. Ich muss niemanden mehr bitten oder um was fragen. Ich habe alles in mir, ich kann jederzeit beginnen. Alles, was ich dazu brauche, habe ich bei mir. Ich fange jetzt in diesem Augenblick an und damit ist meine unerfreuliche Situation jetzt bereits Vergangenheit. Ja, es beginnt gerade die erfreuliche Zukunft, indem ich die notwendigen Voraussetzungen in mir schaffe. Ja, Herr Tepperwein, ich bin glücklich. Danke Ihnen für die Worte, für Ihre Weisheit und dass es Sie gibt. War schön bei Ihnen. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Und Sie denken jetzt oder ab sofort ein bisschen anders über das Geld und über Wohlstand. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Und ich hoffe natürlich, dass die Zuschauer nicht nur anders über Geld denken, sondern dass sie das Notwendige tun. Und gleich anfangen, denn Sie müssen auf nichts warten. Alles, was Sie dazu brauchen, haben Sie bei sich. Es geht sofort los und Sie treten ein in das faszinierende Abenteuer Ihres wahren Lebens in der natürlichen Fülle.